Oscars Kleid ist der neue Film von und mit Florian David Fitz. Ich kann im Stehen pinkeln. Wow, super. Oscar sitzt. Ich freue mich natürlich sehr, auch jetzt hier bei der Weltpremiere mit dabei sein zu dürfen, um mit den Filmschaffenden und Cast und Crew noch anzustoßen und über den Film zu sprechen. Die Lauri in der Hauptrolle, man geht mit ganz viel Gefühl mit. Sie ist nämlich am Anfang Oscar und möchte aber lieber Lilly sein, also eine Frau. Dementsprechend wird sehr, sehr schön gezeigt, was es eben bedeutet, wenn man anders sein möchte. Ja, also kontrovers bleibt es ja trotzdem. Ja. Das soll es ja auch sein, weil es ist schwierig. Der eigene Vater, das ist Ben, der ist eben eher so ein kantiger Typ und hat erstmal ganz wenig Verständnis dafür. Ich glaube, man muss offen sein. Man muss sein Kind lieb haben und sehr offen sein und weder in die eine Richtung noch in die andere ziehen. Der Zuschauer ist wirklich wieder auf einer schönen Reise mit unterwegs. Alles gut? Alles super. Ja, schaut es euch an. Es ist wirklich ein wunderschöner Film. Auch jetzt zur Weihnachtszeit für die gesamte Familie. Da ist Herz dabei, viele Emotionen, aber natürlich auch viele lustige Momente. Also absolute Empfehlung und ganz viel Spaß im Kino. Was kannst du vor? Braucht heute ewig. Frauen. Okay.